So, wollte ich nur kurz sagen. Tschüss und wie gesagt, ne, wenn du Dienstag nicht schaffst, ist ja nicht schlimm, kannst ja vielleicht dafür an einem anderen Tag kommen, wenn du Bock hast. Tschüss. So, die Flippi freut sich nämlich, ne? Hi Lux, ich kann leider nicht schreiben. Ich sitze halt hier, ne? Ohne Tastatel-Tatur, die steht ja da vorne. Die wollte ich jetzt hier nicht durchzwängen. Das könnte ich, habe ich jetzt aber keinen Bock drauf. So, ja, das scheint also alles zu funktionieren. Das ist total geil. Ich höre hier auch was. Das heißt, ihr seht das Ganze zeitversetzt. Das heißt, ich weiß schon eher, wenn ich drauf gehe, als ihr. Weil der gleiche Zeitversatz quasi ist ja jetzt bei dem Spiel zu sehen, wie ihr das normalerweise bei der Kamera auch habt. Weißt du? Weißt du, was ich meine? Weißt du, was ich meine? Total irgendwie. Und wie gesagt, ich kann nur mit dem, ich kann nur den Chat lesen. Ich kann nicht schreiben oder irgendwas nachgucken oder was weiß ich nicht was. Aber das ist ja auch wurscht. Erstmal ist es ja eigentlich nur ein Test. Und Lux, wieso musst du heute in München arbeiten? Guck mal, am Tag wird es 6 Uhr. Brauchst du so dringend Geld? Dann sag doch Bescheid. Wir können dir doch helfen. Keine Ahnung, aber schön, dass du in der Zukunft bist, du Arsch. Ey, das ist für mich totales Neuland, ohne Scheiß. Und glaub mir, hier haben sich 10 bis 15 Leute die Zähne dran ausgebissen, das zum Laufen zu kriegen. Und ich muss dazu sagen, es war meine Idee, als der Denzen da war und geholfen hat, die das Problem gelöst hat. By the motherfucking way. So. Es ist Crash Bandicoot 2. Komm! Es ist Crash Bandicoot! Leute, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich drücke jetzt einfach mal X. Und ja, ihr seht mich jetzt so von der Seite. Ich wollte einfach nur gucken, ob es funktioniert. Ich kann die Kamera aber auch noch dann woanders hin machen und so, ne? Aber da müsst ihr jetzt erstmal durch. Und wir gucken jetzt einfach mal, ob das klappt oder nicht. War es Zukunft? Olli schickt mir aus der Zukunft. Nein! Nein! Meine ich. HBZ-Holze! Also, wie gesagt, ihr dürft das alles, was hier jetzt nicht passiert, so ganz so ernst nehmen. Denn ich bin ja nicht nur einer, der noch nie gezockt hat. Das ist jetzt in echt das erste Mal, dass ich PlayStation spiele. Also wirklich. Das erste Mal in meinem Leben. Also PlayStation 2 habe ich mal irgendwann vorher im anderen Leben mal eine Woche gespielt, aber das war's. Das dürft ihr jetzt nicht ganz so ernst nehmen. Das läuft doch mit dem Top-Down-View von uns. Cam bleibt da. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Wie funktioniert das? Sammle 3 Akku-Akku-Masken, um unbesiegbar zu werden. Ja, sehr lustig. Erstmal darf ich nicht irgendwie auch nur einfach mal so umfallen oder so, weißt du? Hey, sieht so geil aus. Okay. X ist springen. Das ist laufen. Und okay. Das ist drehen. Ja, die andere lädt gerade. Warte mal, kein Stress. Was ist das hier? Da kann ich nicht hin, das heißt, ich muss da. Gute Begabung! Okay. Noch geht's. Ich finde den so geil, ne? Ich finde diesen Wolf so geil. Und natürlich, das Spiel war gerade drin. Wir haben noch 3 andere Spiele. Ich würde furchtbar gerne gleich mal Little Nightmares anmachen. Das heißt, wie geht das nicht auf? Also Leute, und ihr müsst mir auch nachsehen, dass wenn ich jetzt hier A alleine bin, B das einfach mal ausprobiere und C. Da ist der Chat und da ist. Es ist echt schwierig halt, ne? Also ich spiele gerade zum ersten Mal PlayStation tatsächlich. Wieso kann der nicht da hoch? Okay, der kann also nur so ein Ding hoch.
Ach so. Hunubaga! Hunubaga! Bist du nett oder bist du nicht nett? Schau mich. Kann ich mit der Kamera irgendwie... Gegen die Kamera kann ich nichts machen. Die Schuhe. Wie geil das ist. Ja, weißt du, wenn ich drauf springe, gehen sie kaputt. Ja, jeder, der schon seit Kindestagen an so ein Ding in der Hand hatte, kriegt wahrscheinlich gerade eine Krise. Ich mach das gerade zum ersten Mal. Also, Schnauze. Ihr müsst mir nur mal sagen, wie das bei euch aussieht. Könnt ihr mir mal schreiben, wie das bei euch aussieht? Also, ich sehe, dass es tatsächlich zeitversetzt ist. Aber der Typ sieht so geil aus. Ja, das ist ja auch manchmal... Man kann ja auch einfach nur dezent wegschalten, um dem Streamer nicht so weh zu tun. Okay, jetzt habe ich nach rechts auf den Weg geguckt, ich Idiot. Okay, also wenn ich... Okay, ich habe das Gefühl, ich kann es zu gut. Denzen hat da bestimmt auch einen Speedrun von gemacht und ist jetzt schon fertig. Sau. Der Typ sieht einfach so geil aus. Geh mal rechts rum. Ist ja wurscht, oder? Ach du Scheiße. Das ist ja genau was. Das tut mir übrigens wirklich leid, aber ich kann es halt nicht besser. Nicht da. Steht der Stream immer noch in IRL, Olli? Holze? Ja, tut er, weil ich... Eigentlich ist das ja nur ein Test. Mann! Das muss man halt üben, ne? Wenn man das noch nie gemacht hat. Kann ich das? Ist klar. Kann ich. Okay, wieder was dazugelernt? Das ist ja geil. Ich kann die also wegbremsen. Ja, Mann, das ist jetzt, das ist zum ersten Mal PlayStation. Computerauslastung ist total entspannt, ist alles super. Ihr habt 30 Frames per Second. 60 kann ich nicht machen bei der Verbindung. Ja, es funktioniert. Ich gehe jetzt mal einfach da rein. Was passiert jetzt? Okay. Wie ein Profi, oder? Ja, also, ne, müsste man tatsächlich einfach, wenn man jetzt einfach noch eine Capture, also ich brauche ja eigentlich, die Capture-Karte ist ja schon alt und ist ja auch nicht meine, die ist ja auch gesponsert. Ich bräuchte eigentlich eine, die ich in den Rechner einbaue, dann könnte ich die alte nehmen für die Kamera und die neue im Rechner und dann ist auch die Qualität noch besser. Allerdings, glaube ich, muss mein Rechner dann noch mehr ackern. Muss ich einfach mal mit dem Rage drüber quatschen. So, und jetzt gib's zu, du spielst nicht das erste Mal. Das ist das erste Mal, dass ich PlayStation 4 spiele. Ich habe eine PlayStation 2 in Köln gewonnen. Mit Crash Bandicoot.
Und dann habe ich die, mich hat das nie interessiert, dann habe ich die in die Ecke gepfeffert und dann war ich krank. Und dann habe ich ungefähr 7 Tage lang, als ich krank war, Crash Bandicoot gesuchtet. Und dann kam ein gelber Bus und an diesem Bus kam ich nicht vorbei. Also nicht im Real Life, sondern bei Crash Bandicoot. Und dann habe ich die zusammengepackt, die Sachen, und verkauft. Und das war das erste und letzte Mal, dass ich PlayStation gespielt habe. Das ist für mich gleich, ich habe noch kein PlayStation gespielt. Aber hier bis jetzt, ich brauche ja auch hier diese Dinger hier vorne nicht bis jetzt. Ne? Ich glaube, wenn die dazukommen, dann ist es eine Katastrophe. Was ich super gerne hätte, wäre hier ein Lenkrad und ich würde hier gerne Rennspiele spielen. Das würde ich super gerne, glaube ich. So. Ja, auf jeden Fall können wir jetzt PlayStation spielen. Voll geil. Ich freue mich ein bisschen. Ich freue mich. Das ist perfekt. Und entschuldigt bitte, auch wenn wir jetzt hier ganz viele Zuschauer irgendwie verloren haben oder so, aber ich wollte nur gucken, ob es funktioniert. Ne? Und es ist ja auch keine Ausrede mit von wegen, ich mache jetzt Feierabend, sondern ich wollte einfach gucken, ob es funktioniert. Ich hätte auf die Kiste draufspringen sollen. Ich verstehe. Und die soll ich wahrscheinlich nicht, oder? Ich dachte jetzt, es dauert eine gewisse Zeit und dann explodiert die, also auch wieder dazu gelernt. Was ist mit euch falsch? Ja, so intelligent sind die Viecher anscheinend nicht. Das ist lustig. Das ist, glaube ich, echt so ganz richtig gut gemacht, so für mich jetzt so als Tutorial technisch irgendwie. So, was könnte alles kommen? Es macht auf jeden Fall Spaß. Aber das ist voll anstrengend irgendwie. Bin echt. Wodka, ich wünsche dir einen super schönen Freitagabend. Sag mal, wenn du, ganz kurz noch, wenn wir morgen schaffen zu senden irgendwie, hast du Bock, da mal was zusammenzuspielen? Ich befürchte ja, das geht nicht, weil wegen hier Knotenpunktkacke und so. Aber, dann lass uns mal im Discord treffen und mal gucken, ob wir irgendwas Schönes finden. Game. Wie halte ich denn das? Ich muss das Ding ja so halten. Neu starten, ja. Klar, Mann, was ist denn los? Ich lerne gerade erst. Ja, sauber. Dann viel Spaß heute Abend. Und euch allen, ne, nicht allzu sehr ärgern bei dem Scheiß, den ich hier mache. Das ist ja, im Moment brauche ich ja nur 1, 2, 3 Tasten. Ich dachte, der fängt von ganz Anfang wieder an. Wie klein diese Viecher sind. Ciao! Ich finde den so geil. Nur Frauen hier wieder, immer wieder nur Ärger. Ja, zack. Voll geil. Ich feier den ja schon sehr, ne? Wie der die Dinger da weghaut. Also, wenn die Flippy, die kann das richtig gut, glaube ich. Also, hat es zumindest gesagt. Ich kann das gar nicht. Checkpoint. Aber das ist total komisch, wenn man hier auf so einem Sofa rumflankt. Wenn man auf dem Sofa rumflankt und irgendwie, das ist total entspannend irgendwie. Denzen! Hier, Profi am Werk, es hat funktioniert, Alter. Nochmal vielen Dank für die Hilfe. Es hat tatsächlich funktioniert.
Und du siehst mich jetzt gerade zum ersten Mal Crash Bandicoot spielen. Also, ne? Und da ich ja vom Besten gelernt habe, schon seit 78 Stunden zugucken bei dir, meine ich. Also, ne? Ich weiß, du wirst weinen, wenn du es siehst, aber ich stelle mich, glaube ich, gar nicht so blöd an, weil ich glaube, man kann sich aber auch gar nicht so blöd anstellen. Denn es ist ja für Kids, oder? Hast du dabei eigentlich auch einen Speedrun gemacht? Also es ist tatsächlich Level 2 von Spiel 1. Also wenn du das Spiel durchspielst, dann Respekt. Okay. Weil es so lang... Wahrscheinlich ist es für dich wahrscheinlich voll langweilig. Ne? Weil ich brauche ja bis jetzt brauche ich nur 3 Tasten. Und nein, weil es echt eklige Level gibt. Ja, total entspannt. Das ist ja auch... Aber das ist super... Super zum Lernen für mich, ehrlich. Also das ist super zum Lernen für mich. Und so bleibt das auch nicht. Ich habe es echt einfach nur mal probiert, weil ich es einfach wissen wollte, ob es funktioniert. Und es funktioniert. Aber super, schon in Welt 1 wird es eklig, beruhigt mich total. Wenigstens brauche ich hier nur 3 Tasten. Erstmal voll erschrecken, ganz wichtig. Geh weg. Aber er ist also so cool. Ich finde diesen Charakter so geil. Der ist wirklich geil. Ja, Entschuldigung, aber das ist einfach schwer. Also für mich schwer. Augen sind so geil. Ach man, wieso springt er denn zweimal? Jetzt weiß ich auch, warum Dennis sich immer so aufregt. Aber Leute, mal ohne Scheiß, ne? Ich durfte daneben sitzen, als Dennis mir mal ein paar Moves gezeigt hat, verstehst du? Also, ich wage zu bezweifeln, dass das viele Leute, die hier zugucken, hinkriegen. Sind jetzt auch nicht so viele. Aber, das ist absoluter Wahnsinn, was der Mann macht. Das ist schon... Ich werde es mal heimlich aufhängen. Hey! So. Aber ich finde die Musik auch geil. Hier kann man übrigens nicht mit der Kamera irgendwas machen, ne? Entschuldigung. Aber das feiere ich ja trotzdem. Ich glaube, das muss ich nochmal machen. Die Schuhe runterkommen. Eher nicht. Ja, wieso feiert der alte Mann mit Bart so, weil er das noch nie gemacht hat? Das ist total geil. Und ey, du hast recht, dein Controller ist der Knaller übrigens. Falls du da bist, denn dein Controller ist der Knaller. Ohne Scheiß. Also, der ist schwer und nicht viel besser in der Hand als das Ding hier, ehrlich. Auch wenn ich ihn nur kurz in der Hand hatte, aber... finde ich. Ich muss ja auch nicht alles nehmen, ne? So, weil das kriege ich sowieso nicht gut hin. Und ich würde ja auch gerne weiterkommen. Trotzdem, bei dem, was du da abreißt, wie du die ganze Zeit auf den Chat gucken kannst, ich kann nicht auf den Chat gucken und kann nicht mal gerade auslaufen auf den Chat gucken. Also ich sag mal so, wenn du Welt 1 schaffst, komm ich 50. Okay. So was kannst du mir doch nicht sagen, Mann. Da werde ich ja,
Sieht so geil aus. Wie lange dauert das so? Also für dich 5 Minuten, für mich dann wahrscheinlich, keine Ahnung. Bonus. War ja nicht so schwer. Das sind so 10 Level. Also dann bin ich jetzt in Level 3. Kann ich da auch so einen Doppelsprung machen? Sie haben 78 Kisten übersehen. Na gut. Oh, bitte lass es klappen. Die Wumperinseln. Man muss es ja auch ein bisschen. Ich glaube halt auch, bei mir ist es halt, ich feiere das halt sehr, weil es super geil aussieht und super lustig ist irgendwie. Ne? Wenn du eine Baumplattform wirbelst, kannst du darauf springen. Okay. Jetzt könntest du schon ein bisschen kotzen. Der sieht so geil aus. Wie der läuft, das sieht so geil aus. Oh Gott. Oh Gott. Ich kann das nicht. Wieder von Anfang an eigentlich, ja, wahrscheinlich. Die Schuhe. Oh, scheiße. Okay, gut. Das wird nichts für Olli, glaube ich. Das ist der Punkt, dem Spiel adieu zu sagen. Ich muss halt erstmal so steuern lernen irgendwie. Okay, aber was hat das hier für einen Sinn? Muss ich da nur durchkommen oder muss ich da drauf? Jetzt muss ich gleich bis der Arsch kommen. Ja, hier endet das Spiel für dich. Ja, das glaube ich auch. Ja, aber irgendwie muss ich es ja lernen, ne? Ich meine, ich werde wahrscheinlich gleich irgendwann keine Lust mehr haben, aber ich muss es ja irgendwie lernen.
Game over. Ja, du hast recht, Densen. Einmal versuche ich noch. Anscheinend kann ich den Affen aber nicht kaputt machen, also muss ich drüber springen. Schätze ich. Ich weiß es nicht. Jetzt sind wir jetzt wahrscheinlich schon fertig mit Welt 1. Und im Kino. Ich kann ihn nicht kaputt machen. Also, gib mir mal ein bisschen Zeit. Dann widme ich mich dem Speedrun von Odyssey. Keinen Computer gespielt habe, weil ich diese Steuerung einfach nicht hinkriege. Ich weiß nicht, wann was drücken muss, damit ich springen kann. Das ist das Blöde. Das kostet mich, glaube ich, den Kopf hier bei diesen ganzen Sachen. Alter Sack lernt spielen und kommt die Treppe hier hoch. Ja, es geht, aber ich kann das mit der Steuerung nicht. Also manchmal klappt das mit dem hier hochspringen und manchmal nicht. Ich meine, ich spiele gerade zum ersten Mal PlayStation. Ich muss es nochmal sagen zu meiner Verteidigung, damit das mal klar ist. Einer meiner Freunde ist wahrscheinlich der beste Jump'n'Run-Spieler in Deutschland. Insofern ist das... nicht, wie ich spielen muss, dass ich da drauf komme. Das habe ich verstanden. Wie komme ich jetzt hier drauf? Also sicher hier drauf. Manchmal macht er das, manchmal nicht. Denzen hat recht, hier ist für mich Schluss. Ja, wenn du mir sagst, wie der geht, ich weiß es nicht.
entspann dich. Ich bin eigentlich ziemlich entspannt. Ich ärgere mich halt nur, dass ich... Also Doppeldrücken funktioniert nicht. Also ich mache jetzt, wenn ich 10-mal das gleiche mache, kommt er 10-mal hoch. Er kommt ja einmal hoch. Und ich weiß nicht wann. Ich weiß, wie es geht. Nee, nicht schnell wiederholt. Drücken eben. Verarschen kann ich mich alleine, du Arsch. gedrückt halten. Gedrückt halten ist angesagt. Haha. Von wegen schnell hintereinander drücken. Einfach gedrückt halten. Schwer, ey. Also für mich. Für euch wahrscheinlich nicht, aber für mich. Wie geil der ist. Kann ich. Wie geil ist denn das? Das ist ja geil. Da habe ich einfach mal richtig geraten. R86. Ernst jetzt? Jetzt bin ich zu, dann bin ich aber auch zu, dann bin ich zu schnell, und so, weißt du? Okay, aber es funktioniert. Es funktioniert, wir können hier prima abhängen, ganz entspannt. Densen hat seine also die Kinosessel sind übrigens Weltklasse. Und ich habe hier eine Couch. Wir können hier ganz entspannt PlayStation spielen. Ganz entspannt, wenn man die Steuerung ein bisschen beherrscht. Der Typ sieht so geil aus. Das ist krass, ist das geht, das ist okay. Ich wollte es ja auch nochmal ausprobieren, ob es funktioniert. Game over. Wie sind CPU-Auslastung ist super? Wahrscheinlich, weil das Spiel nicht vom Rechner kommt. Miri, wie lange ich das nicht mehr gespielt habe? Ich kann dir genau sagen, seit wann ich es gespielt habe. Seit exakt 10 Minuten. Und ich spiele zum ersten Mal in meinem Leben PlayStation. Zum Glück braucht man hier nur 3 Knöpfe. Tatsächlich. Aber Miri, hast du Bock vorbeizukommen? Ich glaube, ich habe da ein Spiel, das ist was für dich. Und da könnte man prima auch einfach nur zugucken. Oder ich glaube, man könnte es auch einfach zu zweit spielen. Wie geil das ist! Ich bin gar nicht so doof, wie ich aussehe. Und
klar, kommen wir gerne vorbei. Oha, welches? Du weißt ja, ich habe ja nur drei. Horizon Zero Dawn, The Last of Us und halt Crash Bandicoot. Und dann habe ich mir eins geliehen vom Densen. Kenne ich. Na gut, dann nicht. Ich nicht. Aber Last of Us. Hast du Last of Us schon gespielt? Das könnte man ja auch mal machen. Ja, weil auf dem Sofa hier ist es echt total entspannt. Also wirklich total entspannt. Last of Us, ja. Guck mal, dann können wir beide doch Last of Us zusammen spielen. Auf der PlayStation. So, ich versuch's aber jetzt noch einmal da weiterzukommen. Weil es macht ja auch Spaß. Ist ja nicht so, dass ich, nachdem ich jetzt weiß, wie man einen Doppelsprung macht, beziehungsweise dass man einfach nur halten muss. Alle hast du verpasst. 5 Keys und ein Päckchen. So geil, ey. Ich feier dieses Vieh so. Aua, 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 ja. Ja, habt ihr schon vorhin live eine Nachricht aufgesprochen, tatsächlich. Und, ja, ich muss das machen. Hey, wieso hört er auf zu drehen? Ja, jetzt spielen wir mal auf, jetzt geht's. Also, ihr könnt lästern über mich, wie ihr wollt. Ich spiele das zum ersten Mal. Und nicht nur das, zum allerersten Mal in meinem Leben PlayStation, ihr Säcke. Aber ich mache auch den Schluss. Insofern. Ich würde furchtbar gerne, wer bist du denn? Was ist mit dir denn falsch? Die Schuhe sind das Allergeilste. Gute Begabung! So, weiß irgendjemand? Miri Speedrun von Getting Over at 2 Minuten 14, glaube ich. Für den Fall, dass du dich fragst, wie lange das wohl dauern kann. Habe ich mir tatsächlich angeguckt. Ist ja auch nicht so lang. Wenn du dich spoilern willst, lieber nicht. Weiß jemand, wie ich diesen... Ah, okay. Weiß jemand, wie ich diesen Kerl kaputt kriege? Ich weiß es nämlich nicht. Ich kenne keinen... Wenn man das einfach wissen kann, ich weiß es nämlich nicht. Du brauchst ein großes Mauspad, Miri. So, weiß irgendjemand, wie man diese Typen hier kaputt kriegt? Weil ich weiß es nicht. Hä? Okay, ich weiß zwar nicht jetzt, wie ich das gemacht habe. Der,
Densen guckt. Densen tut sich das nicht an. Oh, die Landschaft. Halt die Fresse! Drüber springen und von hinten. Du kannst nicht drüber springen. Ich glaube, du musst halb hoch springen und... Ach, scheißegal. Ich habe auch keinen Bock mehr. Ich glaube tatsächlich, du musst halb hoch springen und das Ding runtermachen. Ich wollte es aber auch... Ich wollte es aber auch gar nicht. Ich wollte nur ausprobieren, ob es funktioniert tatsächlich. Denn los, bring mich um. Denn... Okay, ich muss den Stream tatsächlich neu starten, weil ich das rausziehe. Weil ich habe wieder alle Mikros zurückgeschickt. Mikros, achso. Waren die so kacke oder was? Also, du hörtest dich kacke an, das stimmt. Ja, das stimmt. Du hörtest dich total blechern an irgendwie. Wie geil. Was er für Scheiße macht, wenn du nichts machst. Das ist ja geil. Das wusste ich auch nicht. Das ist ja lustig. Also, bei aller Liebe. 180 Euro kostet, glaube ich, das Rode. Und dann kostet der Arm vom Rode auch nochmal 80 Euro. Das ist schon ganz schön viel Holz, ne? Also, finde ich. Und tatsächlich habe ich mir zufälligerweise auch letztens durchgelesen, Unterschied Audio-Interface und Mischpult und so, aber alle sagen eigentlich Mischpult, ne? Ich weiß es aber auch nicht. Rode 103, wo hast du das? Aber dann ist das nicht dieses Superteil, oder? Das will ich ja. Ich will mich ja auch selber hören. Also du willst dich ja, glaube ich, gar nicht selber hören, ne? Aber ich würde mich gerne selber hören. Ich würde gerne alles zusammenpacken und das dann rausgeben quasi. Und das würde ich gerne auch hören. Aber ich mache mich gerne auch nochmal schlau. Was ist hier los, Kollege? Ist hier langweilig. Sind das Allergeilste. Game over. Ja, dann schieben Sie Ihren Arsch her und wir spielen gleich die Nacht durch Last of Us. Nein, ich möchte nicht nochmal neu starten. Das möchte ich nicht. Ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht. Lädt die Wumperinseln. Ja, das ist echt nervig, weil das sind ja nicht gerade Sachen, die Spaß machen, ne, sozusagen. Ich versuche mal ein anderes Spiel. Leute mir erzählt haben, alles ist egal, jedes einzelne Computerspiel ist total egal, aber du musst Last of Us gespielt haben auf der PlayStation. Also du hast keine Ahnung, wie viele Leute mir das gesagt haben. Last of Us musst du gespielt haben, Olli. Genau. Miri!
Kommen Sie her, zocken wir zusammen. Na? Na? Woher hast du die PS überhaupt? Tatsächlich wollte ich die nie holen. Also nie wollte ich eine PlayStation holen oder irgendein zweites Gerät, bevor ich nicht weiß, dass irgendwas sich ergeben hat, dass ich von diesem Ganzen hier irgendwie leben kann oder dass das hier weitergeht ab April. Und dann war am Vatertag war ein Angebot, PlayStation 1 Gigabyte Slim, was weiß ich nicht was, mit extra, keine Ahnung, Gedöns zum Anfassen und Mikrowelle, nein, und Horizon Zero Dawn, zwei Controllern und noch irgendwas für 260 Euro. Und dann habe ich gesagt, wie bitte, 260 Euro? Dann sagten die, ja, 260 Euro, aber nur heute und morgen. Also einen Tag vorm Vatertag und einen Tag am Vatertag oder sowas. Und dann habe ich gesagt, okay. Und das Lustige war, dann bin ich da hingekommen und tatsächlich standen da Leute und haben da gab es einen riesen Berg halt von diesen ganzen Paketen. Da haben Leute sich 20, 30 Stück gekauft und haben die drei Tage später für 350 Euro verkauft und haben einen Arsch voll Gewinn damit gemacht. Also, und ich glaube auch, wenn ich das verkaufen würde, würde ich mehr kriegen als 260 Euro. So, und jetzt bin ich ja mal gespannt. Sowas ist Kacke? Wieso ist das Kacke? Wieso ist das Kacke? Das war doch nicht zu teuer. Hä? Naughty Dog. Ach so. Ja, das ist richtig. So muss das also gewesen sein, wenn man zu Hause sitzt und gezockt hat. Sofa, zocken. Kann man sogar Multiplayer machen? Naja, also sie hatten... Aber sie hatten genug da, also wirklich genug da. Wie geil das ist. Also die PC-Ausleistung, die CPU-Ausleistung geht nicht über 8, 9, bleibt immer unten. FPS ist auch super. Verworfene Frames 0. Ich finde Horror-Games super. Aber ich grusel mich nie so, wie ich mich gruseln sollte, glaube ich. Also tut mir auch leid für alle anderen, aber ich grusel mich nicht so. Und das hier ist ja auch, glaube ich, kein Horror. Aber das ist, glaube ich, hier brauche ich, glaube ich, mehr Tasten. Und da werde ich, glaube ich, gnadenlos versagen. Aber ich versuche es einfach mal. Silent Hill, habe ich das nicht geschenkt bekommen? Aber sehr gerne. Kann man das auch zusammenspielen? Wir nehmen natürlich erbarmungslos, ne? Dafür, dass das das zweite Spiel ist, was wir überhaupt mit... Nein, es tut mir leid, Leute. Aber es geht nicht anders. Ja, das war ja... Irgendjemand hat das ja schon mal hier versucht, irgendwie. Ich grusel mich, du zockst. Ja, das ist völlig in Ordnung. Ne? Ja. Ich will das jetzt auch nur mal ausprobieren. Wie das ist. Also wirklich... Weil jetzt gerade bei Crash Bandicoot brauchte ich drei Tasten. Drei. Hier sind aber 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, wenn man... Ach, was weiß ich, wie viele Tasten hier drauf sind. Und ich befürchte, die brauche ich da. Das heißt, es wird eine mittelschwere Katastrophe. Und beim nächsten Mal hole ich mir hier auch meine Maus und dann mache ich das ein bisschen vernünftiger, dass ich auch ein bisschen Chat und was machen kann und so ein bisschen verändern kann. Das ist wirklich nur ein Test jetzt. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man mit diesem Ding zielen soll, wenn man schießt. Wie soll denn das funktionieren? Das ist doch kein Horror-Game. Der einzige Horror hier ist, Olli zocken zu sehen.
Total lustig. Vielen Dank. Das war gerade noch rechtzeitig. Wie gesagt, deswegen, ne, sind wir auch keine 30, 40 Leute mehr, sondern nur noch 10, 20. Aber wie gesagt, ich mache das eh nicht lang. Ich wollte nur gucken, ob es funktioniert. Aber irgendwas scheint nicht zu funktionieren. Oh, doch. Tommy, hör mir zu. Er ist der Lieferant. Er ist der Lieferant, okay? Ich brauche den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey. Rutsch mal. War ein harter Tag, hm? Wie ist denn die Qualität? Warum bist du noch wach? Ist das gut? Ruckelt das? Ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Solltest schon längst im Bett Hauptsache, sein. Hauptsache, es ist noch heute. Hier ruckelt nix. Kleines, bitte nicht jetzt. Ich hab keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Das Spiel ist ja auch schon älter, Miri, ne? Und das Spiel gibt's nicht für einen PC, soweit Kleines ich weiß. Die ist schön, aber ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Oh gut, dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. Ah, jetzt sind super viele Filmsequenzen und so die ganze Zeit, ne? Wie kann ich denn hier raus? Alles klar, das wollte ich eigentlich nur wissen. Ja, ich muss gleich den anderen Controller, der wird gerade geladen und so weiter und so fort. Okay, das würde ich wirklich gerne, also, mal kurz, was ich vorhab halt. Last of Us, also gerne mit Miri zusammen, ne, wenn du Bock hast, herzukommen, super gerne, auf jeden Fall. Aber das würde ich wirklich gerne irgendwie abends anfangen, also so, keine Ahnung, Freitagabend oder einen Samstagabend anfangen und irgendwie mal so eine Nacht durchzocken irgendwie oder so. Hätte ich schon Bock drauf. Zum Beispiel. Irgendwie sowas. Muss auch jetzt nicht mit jemandem zusammen sein, aber auch gerne allein. Das müssen wir ein Wochenende einplanen. Genau. Das war der Plan. So, dass wir, was weiß ich, ein bisschen quatschen und so und dann ist es dunkel draußen und dann fangen wir irgendwie von Freitag auf Samstag und dann Pennerei, Esserei wieder und dann wieder irgendwie schön nachts pennen und so, dass man einmal irgendwie so richtig, ich denke nicht, dass wir das in einem Wochenende schaffen, ich bin mir aber nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass das total lustig ist und dann machen wir es uns hier schön gemütlich und machen das, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Crash Bandicoot würde ich gerne zwischendurch immer mal ein bisschen spielen und das ist, glaube ich, auch Flippys Spiel und Horizon Zero Dawn würde ich gerne versuchen, als großes Spiel für die PlayStation irgendwie zu spielen. Weil ich das total geil fand. Allerdings wahrscheinlich auch für mich total schwer, aber ich fand's total geil. Ja, und dann haben wir vielleicht mal, der Densen sagt, es geht nicht lang. Der hat uns das geliehen, super, super nett. Lieber Densen, falls du das siehst oder hörst oder so nochmal, vielen, vielen Dank. Das soll mal so ein kleines Ding nebenbei sein für irgendwie sonntagsabends, glaube ich. Das sind die Pläne, die ich mit diesen vier Spielen habe. Wenn ich das richtig verstanden habe, PlayStation-Spiele, die kann ich halt auch quasi noch weitergeben, ne? Oder verlosen oder verschenken oder so. Also weil, auch wenn ich das jetzt dann damit spiele, das ist ja nicht weg. Also sowas wie zum Beispiel, also Last of Us, wenn das wirklich so gut ist, wie ich gehört habe, dann würde ich es gerne behalten. Aber ich bin halt nicht so ein Sammlertyp, der die Dinger behalten muss halt. Aber wenn ich die nicht online kaufe, dann kann ich die halt wahrscheinlich auch verlosen oder verschenken oder versteigern. Wir können die ja versteigern oder was weiß ich nicht was. Ne? Aber ich brauche jetzt hier nicht irgendwann in 2 Jahren ein Regal haben, wo lauter Spiele drinstehen. Du könntest tauschen oder so zum Beispiel. Das ist eine super Idee. Das ist echt eine gute Idee. Das brauche ich nicht, ja.
Punkt. Das brauche ich nicht. Was ich zum Beispiel auch mal ganz spannend finde, wo ich ein absoluter Gegner von sind Sportspiele. Aber wir haben hier ein so mega Haus und so viele Möglichkeiten. Ich hätte Bock, echt mal ein Grand Prix zu organisieren, was also mit Autorennen was angeht. Ich muss ja nicht der Beste sein davon, aber es gibt mit Sicherheit Leute, die da Bock drauf haben. Und ich hätte Bock, eine Fußballmeisterschaft zu organisieren. Und wir haben hier so viele Räume und so viele Anschlussmöglichkeiten und so weiter und so fort. Dann haben wir halt eine Partie, die immer gestreamt wird und die anderen Partien finden halt woanders statt. Hier so richtig mit Einsatz und mit Gewinnen und Meister und so und bla bla bla, da hätte ich auch Bock drauf. Deswegen überlege ich, irgendein Sportspiel zu kaufen. Abgesehen vom Autorennen irgendwie, weil das werde ich auf jeden Fall, glaube ich, machen. Aber ich weiß nicht welches. FIFA 18? Ich habe keine Ahnung. Ist wahrscheinlich das, was die meisten Leute spielen. Oder FIFA 19 gibt es da schon? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht, weil es ja noch nicht mal 18. Irgendwie. Warum startet es nicht? Weil ich es ausgemacht habe, lieber Philipp. Denn ich wollte eigentlich... ich wollte gerade mal gucken, wie das ist mit Schießen mit der PlayStation. Aber es kommt ja jetzt erstmal eine halbe Stunde Vorgeplänkel. Und das kenne ich tatsächlich schon. Und da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Aber es funktioniert alles einwandfrei. Die Qualität war gut. Das war mir wichtig. Und es hat jetzt auch nicht lange gedauert, das Umstecken. Ne? Also, das ist ja auch schon mal sehr entspannend eigentlich. Und jetzt kann man sich ja echt mal überlegen, was man mit der PlayStation alles macht. Das ist halt auch ein Ziel. Ab Januar würde ich furchtbar gerne halt ein Fußball- und ein Rennevent organisieren. Hier im Haus. Naja, schauen wir mal. Gut, also das klappt auch. Sehr beruhigend. Ich muss keine Internetverbindung herstellen, oder? Die muss ich nicht, ne? Miri, streamst du gleich? Oder heute nicht? Keine verworfenen Frames? Nein, muss ich nicht, alles klar. Was hast du denn vor zu strömen? Aber ich könnte mir rein theoretisch Spiele online auch kaufen, ne? Die kann ich dann nicht weitergeben. Getting Over It und DBD. Also das Spiel von gestern fand ich super, was ihr gespielt habt. Und die Benny Hill Musik, ich wollte die 31 Minuten Version wählen, ich fürchte nur, du hättest mich irgendwann gekillt. Insofern, aber das Spiel fand ich super lustig. Nur ich gerade pennen und dann fängst du sowas an. Hab hier noch Drive Club und Knack rumliegen, also wenn du mal mit Crash fertig bist und Lust hast zu tauschen, würde ich gerne mit dir tauschen. Ich kenne weder Drive Club noch Knack, aber wir können gerne alles, also da können wir uns zum Beispiel auch was überlegen. Also alles das, was wir irgendwie hier... Guck mal, ne? Also alles, wir sind ja noch nicht in irgendeiner Lage, dass wir irgendwelche Spiele zugeschickt bekommen oder so. Ich kenne Leute, die Spiele zugeschickt bekommen, wenn sie einfach haben wollen.
Solange wir die Dinger hier noch kaufen oder vielleicht wir alle sogar zusammenwerfen, dann können wir das ja hier spielen und dann geht's einfach reihum. Oder wir schicken das hin und her. Wir machen quasi eine Online-Mini-Videothek für Kommunisten auf oder so. Können wir gerne machen. Also ist ja auch mal ganz lustig. Solange wir hier noch nicht 50.000 Leute sind, hoffentlich werden wir das mal, können wir das gerne so machen. So, ist fertig. Mache ich das jetzt mal an. Jetzt bin ich nämlich neugierig. Das kann mir ja egal sein. Es gibt kein leicht, kein schwer. Das kann schon mal brutal sein. Oder ich spiele den Nightmares weiter und spoiler dich. Das ist auch okay. Den Nightmares musst du durch... Gecko, ich habe nur diese vier Spiele und ich teste die jetzt gerade aus. Horizon habe ich schon ausgetestet. Und gerade habe ich Crash Bandicoot ausgetestet und Last of Us und das scheint auch zu funktionieren. Ich mache heute gar nichts ganz, irgendwie. Ich bin ja quasi schon wieder seit 9 Uhr unterwegs, habe Sachen für euch organisiert, war dann die Post wegbringen, war dann hier, dann waren wir online und jetzt ist fertig. Aber ich glaube, ich mag PlayStation. Also ich ärgere mich halt nur, dass ich mit dieser Steuerung... Ja, ja. Du mich auch, übrigens. Der wackelt ja. Ja, das Spiel soll total geil sein, Gecko. Ich meine das schon ernst. Aber ich will das jetzt nicht zu Ende spielen. Ich will das in Ruhe. Also, sowas weiß ich, an einem Sonntagabend. So, Sonntagabend zum Beispiel werden wir hier lesen in verteilten Rollen irgendwie. Das wird aber nicht ewig lang dauern. Und dann machen wir das dann danach zum Beispiel. Könnte ich spielen. Ich frage mich, warum das so gräulich ist. Können wir die auch sehen? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Das wackelt ja voll. Kann ich auch die Kamera... Oh. Hätte ich mir die Steuerung doch mal angucken sollen, hä? Na süß.
wie krass das ist. Das hatte ich noch nie, dass was gewackelt hat in der Hand. Also. So, und das Gräuliche zum Beispiel, sehe ich auch gerade auf OBS, ist es irgendwie hellgräulich und im Fernseher ist es nicht. Das heißt, es liegt an OBS. Das heißt, ich muss irgendwas bei OBS verstellen. Und das mache ich jetzt mal. Dreh euch mal um. Denn irgendwie hat Miri recht. Irgendwas stimmt ja, ne? Dafür, dass wir das mal ein bisschen ausprobieren können. Und entschuldigt, wenn das ein bisschen langweilig ist für euch. Das tut mir wirklich leid. Aber das soll ja endlich auch mal funktionieren. Nicht wahr? Das soll ja auch mal endlich funktionieren. So, ich hoffe, das funktioniert. Noch das Mikrofon. So, warum ist das so grau? OBS-Eigenschaften. Konfigurieren. Ah, jetzt ja. Eine Insel. So, Miri, oder? Besser, oder? Viel besser. Das ist doch besser, oder? Das ist doch besser, habe ich gesagt! So ist besser, oder? Sehr gut, ne? Ja, genau, genau. Jetzt gucken wir doch mal eben noch nach den anderen Sachen. Und danke, dass ihr noch da seid, um mir ein bisschen zu helfen beim Einsteilen. Beim Eingeilen auf heute Abend. Ich gucke noch mal eben. Vielleicht können wir noch ein bisschen mehr verändern. Schieben wir mal dahin. Schwarz-Weiß können wir es auch machen. Farbton. Was man alles machen kann, oder? Alright. So, ich habe jetzt mal so ein bisschen hingestellt, wie es mir am besten gefällt. Ich lasse das jetzt erstmal so. Ich finde das gar nicht schlecht. Ich finde das gar nicht schlecht. Gecko, bist du noch da? Das war gerade nicht irgendwie... Ich wollte gerade nicht irgendwie blöd rüberkommen oder so. Ich weiß, dass das Spiel super sein soll und ich habe auch voll Bock drauf, das zu spielen. Ich will jetzt nur nicht anfangen und es durchspielen. Ich wollte nur gucken, wie es aussieht, ob es funktioniert. Und genau das, was du gesagt hast, werde ich machen. Weil ich da total Bock drauf habe. Also nicht sauer sein oder irgendwie falsch verstehen. Genau das werde ich tun. Nur nicht heute. Ich habe Bock, das tatsächlich Sonntagabend zu machen vielleicht. Weil man mir auch gesagt hat, dass es nicht so super lange... dauert. Und ich denke, wir werden Sonntagabend lesen, so von 8 bis 9, halb 10 höchstens.
Also wirklich, ich denke mal von nur bis 9. Und danach würde ich das gerne spielen, total entspannt. Da muss ich natürlich ein bisschen umbauen danach und so. Aber das würde ich gerne machen. Genau, das würde ich gerne tun. In 10 Stunden. Okay, dann vielleicht doch an 2 Abenden. Oh, ich dachte so 4-5 Stunden dauert das. Dann mache ich das nicht von Sonntag auf Montag fertig. Sondern dann könnte man vielleicht sonntagmorgens mal anfangen mit sowas, oder? Oder... Wisst ihr, was wir machen? Wir gucken, ob das morgen irgendwie möglich ist, hier zu senden. Und dann sage ich euch jetzt schon, dass wir morgen Abend ab 8, 9 Uhr, wenn es klappt... Ja, weil der Weihnachtsmarkt geht ja länger und ich weiß nicht, wie dann halt die Qualität vom Stream ist. Aber wenn das möglich ist, so ab 8, 9 Uhr könnte man das ja machen und dann könnte man das ja einfach mal durchspielen. Eine Nacht. Was soll's? Was kostet die Welt und so, ne? Wisst ihr Bescheid? Wisst ihr Bescheid? Ich freue mich auf jeden Fall wie Bolle, dass es funktioniert. Das heißt also, eigentlich ist es alles so, wie ich es mir immer gewünscht habe und dachte erst, wenn es überhaupt klappt, dann nächstes Jahr. Aber, sage ich auch dazu, also ich werde keine Xbox oder Switch oder sowas anschaffen. Erstens wegen der Kohle nicht und zweitens, das ist einfach halt ein bisschen viel. Ich bin ja froh, dass ich gerade nicht, also, ne, ich erstmal hatte heute meinen letzten Arbeitstag für dieses Jahr. Ich würde diesen Plan begrüßen. Dann freue ich mich doch auf morgen Abend. Also, ich werde jetzt versuchen, ich zeige es euch mal eben. Ich kann euch das ja mal eben zeigen, was ich gekauft habe. Damit ihr sehen könnt, was ich mir gedacht habe, damit ich das nicht immer alles neu starte. Achso, übrigens, ne? Hier. Wisst ihr Bescheid. Damit ich das nicht immer alles neu starten muss, habe ich mir eigentlich gekauft. Moment. So was hier. Ne? Denn wenn ich das einfach nur hin und her schalte, dann hoffe ich mal, dass sich OBS nicht gleich abschaltet. Aber das weiß man auch nie bei OBS genau, ob OBS das da Bock drauf hat oder nicht. Und das würde ich das gerne gleich ausprobieren. Da hängt ein Arsch hinter dir. Wenn du der Haufen bist, haben wir einen Arschhaufen. Dein Wärmehaufen. Du hast deinen Wärmehaufen hier noch. Du musst mir gleich mal deine Adresse nochmal, obwohl, ja, die finde ich schon. Die finde ich schon. Aber schreib mal Hallo, dann bist du ganz oben, dann finde ich dich schneller. Dein Wärmehaufen. Hier. Sehr geil. Also das würde ich gleich gerne noch ausprobieren, aber das mache ich ohne euch. Denn dann geht es die ganze Zeit wieder aus, an und ihr kriegt nur eine Krise und ich gucke die ganze Zeit, ist es aus, ist es an und so. Und das dauert bestimmt auch noch, bis ich das alles hin und her gesteckt habe. Dann hoffe ich, dass wir einfach umschalten können zwischen Kamera und zwischen PlayStation. Das wäre natürlich total geil. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und wie gesagt, ich habe halt keine Ahnung. Ich habe halt keine Ahnung. Also einen Wärmehaufen, dein Wärmehaufen, den musst du noch mitnehmen. Dann mache ich jetzt Getting Over It. Das ist super. Dann wissen das ja auch alle. Und ich werde dich trotzdem mal husten. Was soll's. So. Ja, das war jetzt alles wieder ein bisschen komisch, aber das muss alles mal. Einmal muss das alles gemacht werden. Da muss man dann halt mal durch irgendwie. Da muss man halt mal durch. Und ey, was haben wir heute gelernt? Wir haben heute gelernt, dass wir eventuell
sogar einen Bulli bekommen. Also ich sag euch eins, und das meine ich todernst, wir sind gerade nur ein paar Leutchen, was ich total gemütlich finde. Und das meine ich todernst. Wenn Stimmung. Wenn das wirklich passiert und wir einen Bulli zur Verfügung gestellt bekommen für eine gewisse Zeit, und ich rede jetzt nicht über Wochen, sondern über Jahre tatsächlich, aus Gründen, die man noch nicht reden kann, darf, soll, dann ist es mir erstens scheißegal, wie der aussieht und was da für Werbung drauf ist. Und zweitens werde ich das machen. Ich werde im Sommer nicht während der Weltmeisterschaft dieses Jahr, das sage ich euch schon jetzt, denn da bin ich hier und gucke jedes Spiel mit euch zusammen quasi. Wenn ihr da Bock drauf habt, schön, wenn nicht, dann nicht. Ist mir dann aber auch scheißegal, weil ich hab da Bock drauf. Aber davor oder danach werde ich 4 bis 6 Wochen durch Deutschland knarren und senden, und ich werde mindestens von einem Festival senden. Mindestens. Und natürlich komme ich dann auch zu dir. Schon klar. Und das fände ich, glaube ich, auch ganz cool. Dann hätte man ein Sommer-Event, und wir haben gerade quasi unser erstes Winter-Event. Und da hätte ich schon richtig Bock drauf. Also ohne Scheiß, wenn das funktioniert, wäre ich schon sehr baff. So. Aber da warten wir erstmal ab, was passiert und so weiter und so fort. Wir haben jetzt auch noch 5 Tage Zeit, bis Twitch mir sagt, ob ich Partner werden kann oder nicht. Das kommt auch noch als nächstes dazu. Nicht wahr? Liebe Miri, ich hoste dich jetzt mal. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Ich probiere jetzt mal aus. Ich probiere jetzt mal aus, dass es noch funktioniert, aber das mache ich halt ohne euch. Und ich hoffe dann, dass wir uns morgen Abend sehen. Mit Little Nightmares. Wenn das nicht passiert, sage ich aber auf jeden Fall kurz Bescheid, und wir verlosen die Sachen und sagen aber, dass die Qualität einfach noch zu scheiße ist. Und so, du bist noch nicht on. Warum nicht? Dann muss ich ja den Rage hosten. Nein, ich will den Rage nicht hosten. Jetzt ist sie live gegangen, vor 12 Sekunden. Also, ich wünsche euch einen super schönen Abend. Und vielleicht sehen wir uns, also wir sehen uns morgen Nachmittag bestimmt irgendwann mal, wenn wir austesten, ob es funktioniert oder nicht. Ansonsten morgen Abend, auf jeden Fall am Sonntagabend, weil mit dem Lesen, das machen wir auf jeden Fall. Egal, da kann kommen, was will. Und dann ist die letzte Woche vor Weihnachten. Wir sind bei 550 Euro. Gecko, viel Spaß. Viel Spaß, viel Spaß, viel Spaß. Wir sind bei 550 Euro. Bis morgen. Oh, oh, Miri, oh, oh.
Schönen guten Abend wünsche ich dir.